Hallo Leute, ja, wir sind hier in Willensdorf. Ich habe das Spiel mal wieder ein paar Monate laufen lassen. Wir sind kurz vorm Datumswechsel ins neue Jahr, noch irgendwie 12 Minuten oder sowas. Wollte euch jetzt gleich einmal die Zahlen zeigen und damit wir sehen, wie das so bei uns läuft, ne? Ich mache mal das Logo und dann gehen wir auf den Großbildschirm. So, dann machen wir mal die Liste auf. Ich hatte hier schon offen, wie ihr seht, Monat und Marge. Ja, passt. Er war auf Jahr. So, und dann sehen wir hier schon mal die Zahl hier unten. Bruttogewinn ist 43.000 diesen Monat. Davor dem Monat waren es 11. Das war ein schwacher Monat, wie wir hier sehen. Davor war noch ein besserer Monat wie jetzt. Ich glaube, da waren es 76.000. Das heißt, wir machen jeden Monat ein kleines bisschen Plus. Das heißt, wir haben jetzt 2 Millionen hier unten Miosos vorm Monatswechsel. Das heißt, wir sind gerade mal mit 4%, 4,06% Marge unterwegs. Aber das reicht, dass wir nicht bankrott gehen. Wir haben ein Gesamtvermögen noch von 3 Millionen, wie wir sehen. Kontostand ist zwar noch 15 Monate halt mit den 2 Millionen überzogen, aber wir haben über 1 Million plus im Endeffekt, ne? Damit wir das haben. Gut, aber wir wollen weiter gucken. Ich habe ja diese Monate jetzt weiterlaufen lassen. Das heißt, wir können jetzt mal auf die Karte gehen und können dann schauen, wo können wir weitere Haltestellen bauen. Also hier ist nichts geworden, aber das wird bestimmt bei anderen Orten so sein. Ettlingen hat auch nichts. Bünde hat auch nichts. Aber wir können das Spiel in der Zeit ja auch. Ups, Leertaste war hier verkehrt. Machen wir hier oben mal die Pause raus. Jetzt seht ihr wieder hier, zack, 2,8 Millionen. Ne, passt erstmal. Hier ist alles abgedeckt. Dann haben wir hier Willig. Willig ist alles abgedeckt. Dann hier unten Bayreuth. Ist auch abgedeckt. Dann haben wir hier Zweibrücken. Zweibrücken ist hier oben nicht abgedeckt. Das heißt, da muss ein Häuschen hin. Und zwar diese Straße verlängern, aber Bauarbeiten. 1, 2, das muss hier hin. Und dann kann das erstmal wieder zu. Das auf, Straße her und wir machen die Straße von da so rum, oder? Und dann die Verbindung dahin. Dann können wir das schließen. Dann brauchen wir eine Kutsche, die hier noch fährt. Für den Stadtbus da. Das Fenster kann zu. Und Fahrplan. Rathaus ist das nächste. Und dann zu dieser Haltestelle hin. Jetzt haben wir hier 1, 2, 3, 4. Passt wohl. Das heißt, das haben wir erweitert. Zwei Brücken ist durch. Jetzt gehen wir nach Lüneburg. Das ist noch alles abgedeckt. Gütersloh ist auch noch alles abgedeckt. Ich könnte mir vorstellen, dass dieses Haus neu ist. Dann gehen wir nach Königsbrunn. Hier ist auch abgedeckt. Dann nach Jena. Jena ist auch abgedeckt. Köln ist auch abgedeckt. Neubrandenburg ist auch abgedeckt. Achim hat hier ein neues Haus. Okay, das heißt, wir müssen hier eine Bushaltestelle hinbauen. Genau. Da passt es ja schon. Also die dahin und ist auch dann abgedeckt. Jetzt noch schnell die Kutsche. Wo fährt die? Ach, die war hinterm Haus versteckt. Da ist sie. Gut, das heißt, wir müssen hier. Das kann erstmal zu. Fahrplan. Rathaus dorthin passt. Das heißt, das ist erweitert. Dann sind wir bei Bad Mergentheim. Ist noch abgedeckt. Friedrichsdorf ist abgedeckt. Dann hier oben Benennen ist abgedeckt. Erlangen ist auch abgedeckt. Lippstadt ist auch abgedeckt. Dann haben wir nur noch Schwandorf. Das ist aber auch abgedeckt. Gut, und sonst hatten wir ja keine Orte mehr. Hier war ja Dingens, wo wir gestartet sind, ne? Genau.
Okay, hier hatten wir das Problem mit dem Zug. Das können wir mal gerade schnell reingucken. 7 Passagiere, davon sind alle jetzt intern. Er fährt weiter. Wie viel hat er drinne? Eine Person nur, okay. Und fährt hierhin und kommt dann mit wie viel zurück? 2, 3. Ah ne, Binnenenden war falsch. Willensdorf sind wir hier. 13, 14, 15, 16 Züge. 16 Personen hat er dann auf dem Rückweg mit. Einer davon zur Burg. Und was ist an der Burg? Zwei. Naja, okay, der fährt. Und das ist erstmal gut. Und wir haben da noch eine Pause drin. Wie viel macht er denn Miese? Oh, er macht Plus, er macht keine Miesen. Alles gut also. Ja, wir sind rum. Ich würde jetzt sagen, wir schauen mal kurz in die Liste rein und zwar in die Haltestellen und gucken wieder, wo welche voll sind, ob wir da irgendwo was machen müssen. Nicht Bezeichnung, sondern wartend und dann so. Keine voran. Achim. Brandenburg. Neubrandenburg. Warten 96 Passagiere. 53 zu Neubrandenburger Hans-Eisler Straße. Wo ist denn die Hans-Eisler Straße da? Und hier fährt nur ein Kütchen rum, ne? Ist das so? Tatsächlich. Ich glaube, da müssen wir mal ganz schnell ein paar Kutschen draufsetzen. LKW, doppeltes Gespann, neue, schnellere Kutsche. Stadtbus Neubrandenburg. Und das ist nur die Frage. Da sind noch mal welche. Ich glaube, ich mache mal noch zwei Kopien davon. Sieht ja doch so aus, als ob das mehr werden, ne? Gut, dann haben wir das hier in Neubrandenburg schon geregelt. Dann gehen wir hier nach Bünde. 92 Passagiere warten, 84 Max Blankstraße. Da. Nee, Beckmann. Max Beckmann Straße. 86. Hier ist auch nur eine Kutsche unterwegs, ne? Genau so ist es. Das heißt, das kann zu. Das kann zu. Und wir brauchen. Wo kommen die denn hergefahren hier? Hier ist es, naja. Da brauchen wir auch welche. Das. Und das. Und das müsste jetzt Stadtbus Bünde sein. Da. Und das würde ich genauso handhaben. Oh, jetzt habe ich eine zu viel gemacht, aber das ist jetzt auch egal. So viel Schlimmes wird es nicht sein. Und da sind ja doch einige, die da stehen. In Bünde. Willig. In Willig sieht es auch schlecht aus. Willig hat auch drei. Willig Knesestraße, Willig, alles intern hier. Vier Stück. Das heißt, die Kutsche muss mal gerade genommen werden, damit ich den Stadtbus Willig habe. Und das kann zu. Wir müssen hier rechts rüber. Da war das Depot. Ja, die fahren da ein bisschen länger, ne? Aber das ist dann halt so. Nee, da habe ich gerade eine Kutsche, die da dran ist, erwischt. Oh, das ist jetzt doof, ne? Jetzt. So, die Pferdchen. Die Kutsche. Und Willig. Da. Stadtbus Willig. Was war das jetzt? Ja, hat gut geklappt. Ich habe Start gedrückt, anstatt kopieren erstmal. Gut, das heißt so nochmal, so nochmal. Stadtbus Willig. Viere machen wir. So soll es sein. Passt. Dann fahren die da auch raus. Das kann hier alles zu.
Dann haben wir Bad Mergentheim. Da ist es das gleiche in grün. Die wollen nämlich auch alle hier zu irgendeiner Haltestelle intern. Hierhin nämlich. 80 Passagiere. Und wofür war hier das? Das ist auch hier unten, ne? Ja, okay. Das heißt den LKW. Den LKW, die Kutsche. Stadtbus Bad Mergentheim. Haben wir. Kopieren wir zweimal und starten das Ganze. Gut, dann sollte das auch ein bisschen besser versorgt sein. Und in Lüneburg sieht es wahrscheinlich genauso aus. Albersdorfer Straße. Ja, das heißt, da wollen auch Leute hin. Auch 80. Ja, da fahren jetzt ganz viele Kutschen erst raus. Wie kriege ich jetzt das Ding da auf? Wahrscheinlich über irgendeine Liste würde das gehen, ne? Nee. Wohl doch nicht. Lass mal gerade die Kutschen alle rausfahren. So, jetzt komme ich auch direkt da dran, ne? Ja. So, das heißt, dieses Pferdchen, diese Kutsche, Stadtbus Lüneburg. Knapp daneben ist auch vorbei. Jetzt haben wir Lüneburg. Kopieren das zweimal und starten das dann. Passt. So, Mergentheim, Lüneburg, Achim. Da sieht es genauso schlecht aus. Wo wollen die denn alle hin? Auch intern. Alles intern. Ja, alles nicht, aber hier 79, 89, 91. Zack. Gleich hier in grün. Ach, gleiches Spiel wieder. Wir sollten vielleicht dieses Depot offen lassen. So, LKW, Pferdchen, Kutsche, Achim, 3, passt, den an der Seite, brauchen wir bestimmt noch, Achim, Schwandorf. Jetzt brauchen wir es nicht, weil Schwandorf hat tatsächlich sein eigenes Depot. wo wollen die denn alle hin? Schwandorf am Tore. Das ist hier. Gut, das heißt, wir brauchen definitiv hier auch noch was. Stadtbus Schwandorf. Wie Nord. Okay, wenn das Nord ist, ist auch gut. Ich mach mal 3. Wieso ist hier eine Pause drin? Kann doch fahren, oder? Starten. Weil 88, ne? Ist besser, dass da mehrere Kutschen sind. So, dann haben wir Bad Zwischenahn. Aber hier, doch, da sind 23, 53. Okay, auch intern. Auch intern müssen da mehr abgefertigt werden. Dann steigert sich das Wachstum natürlich. Und wenn sich das Wachstum steigert, ne, dann klappt das auch mit den Nachbarn. Ach so, das war ja jetzt hier unten mal offen. LKW. Das. Das. Und Bad Zwischenahn. Und weg sind sie. Ne, nicht zumachen, nur runterschieben. Okay, das heißt, Bad Zwischenahn ist auch versorgt. Jetzt sind wir hier in Schwandorf Süd. Aber hier fährt ja keine Kutsche hin, hier fährt ja nur der Zug hin. Dann passt das schon mal. Das können wir so lassen, da brauchen wir uns nicht kümmern. So, hier haben wir Friedrichsdorf.
Aber die wollen alle mit dem Schiff weg oder so. Also auch nicht so das Entscheidende. Gütersloh Rathaus. Gütersloh hier 2. Also intern läuft's hier. Wie viele Kutschen haben wir denn hier? Wohl hier kein Problem mit einer Kutsche. Weil da sehe ich nur eine, oder? Ja, hier steht nur einmal Gütersloh Reiterallee. Vielleicht sollten wir trotzdem hier eine mehr drauf machen, weiß ich nicht, ne? Stadtwachstum, oder? Haben ja noch nicht da welche hingeschickt, oder? Ne. Ich würde jetzt wenigstens eine Kutsche hier noch drauf machen wollen. Wir machen 2. War das jetzt 3? Ich weiß es nicht. Egal, aber ich bin davon überzeugt, dass das besser ist. So, Gütersloh hatten wir, Bayreuth. Und ja. Ach so, das ist noch nicht mal der Bahnhof. Waldhafen ist das. Das ist also eigentlich egal, weil da nur der Zug fährt, aber das ist noch nicht so viel. 2 Brückenwald. Das ist auf der anderen Seite, das ist auch Zuganbindung. 19 Passagiere, das ist gut. Erlangen, 2 Kafen, das ist hier oben. Da müssten wir eigentlich ins Rathaus kurz gucken und sehen, wie viel da sind, ne? Ah, das sieht hier alles noch frisch aus, ne? 5 da. Hier fahren auch ein paar Kutschen mehr. Das, ich glaube, hier brauchen wir nichts machen. Wir stehen ja an der Burg. Auch nur 5. Ich glaube, das rentiert sich hier alles, oder? Naja, 5,90 da. Wenn er da gleich ankommt, ist bestimmt plus. Und der fährt sogar plus, der erste. Wir sind da drin in der Kutsche hier. Auch 6 Stück. Obwohl das schon 1, 2, 3, die vierte fährt jetzt hier. Hat auch nochmal 6. Da kommt die siebte. Ja, die ist dann leer. Aber das ist jetzt nicht schlimm, das lassen wir mal so. Obwohl, ja, ich glaube, das sind 2 verschiedene Linien. Ne? Die fahren hier nach da und die fahren nach da, oder? Ja, der hat gerade gedreht, dann passt das. Wie bist denn hier so drinne? Ja, fährt plus, aber ist jetzt keiner drinne. Ich glaube, den Rest, den können wir jetzt lassen, weil. Erlangen-Wald, Erlangen-Zweig, das sind alles keine Hauptstädte sozusagen. Und dann wären die Zahlen auch so klein, wo ich sage, ist egal. Gut, wir würden hier aber jetzt erst einen Cut machen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Gerade mal in die Monatsübersicht, 43.000 passt, das ist auch wieder plus. Jahresübersicht habt ihr hier gesehen, 1,8, aber sieht man jetzt hier schlecht. Aber die Anfangszeiten waren ja die Margen ziemlich tief und das liegt auch daran, dass wir viele Gleise damals noch gebaut haben. Ne? Okay, dann sage ich mal recht herzlichen Dank fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Habe ich das jetzt eigentlich zweimal gesagt? Weiß ich gar nicht.